Meditation ist keine Esoterik. Auch wenn sie immer sofort mit Spiritualität und Esoterik in Verbindung gebracht wird und ursprünglich dort auch ihren Anfang hatte, ist sie heutzutage längst als Schutz vor dem stressgeplagten Alltag unserer Zeit angekommen. Meditation ist schon vor Jahren in den Fokus der Wissenschaft gekommen und es gibt inzwischen unzählige Studien dazu. Die Wirksamkeit ist somit gut belegt. Eine regelmäßige Meditation führt zu einer Verstärkung der Hirnrinde, die auch graue Substanz genannt wird. Die ist für den Tast-, Hör- und Sehsinn und der Wahrnehmung des eigenen Körpers relevant. Bei der Erforschung stellte sich heraus, dass bei regelmäßiger Meditation ein 40- bis 50-Jähriger in denselben Regionen der grauen Substanz ähnliche Konzentrationen wie ein 20-Jähriger haben kann, obwohl die graue Substanz im Alter eigentlich immer weniger wird. Darüber hinaus stärkt Meditieren das Immunsystem und hat eine Schutzwirkung gegenüber Stress und Burnout. Inzwischen ist es auch wissenschaftlich belegt, dass Dauerstress krank macht und Stille heilt. So ist Meditation ein einfaches Mittel, um sich vom alltäglichen Stress zu erholen. Es wird für den Menschen unserer Zeit immer mehr notwendig werden, sich solcher Methoden zu bedienen, um ein ausbalanciertes Verhältnis zwischen Stress und Ruhe zu finden.